4, 3, 2, 1, Girl! 4, Round 1. 2, Vorbereitung. Was müssen wir machen? Ah ja, cool. Frachtbeförderung. Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer. Zu einem neuen Video. Und es geht gleich am Anfang heiß her. Denn wir spielen heute Team Fortress. Und das hat nicht irgendwie nur so einen sinnlosen Grund, sondern meine Grafikkarte macht ein paar Macken. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, suchst du dir einfach ein Spiel, was nicht ganz so anspruchsvoll ist von der Grafik. Das heißt, ich spiele es jetzt auf mittel und niedrig und spiele es jetzt mit der integrierten Grafikkarte, die in meinem Prozessor drin ist. Und dann ist das machbar. Warte mal, wir sind blau, ne? Boah, wie nass sind die denn hier? Boah, krass. Okay, ja. Spielmodus Frachtbeförderung. Das heißt, wir müssen hier den Wagen. Hier diese Schiene langrollen. Und irgendwie voranbringen. Oh. Da hatte ich nicht mehr viel Leben. Und die sind schon ziemlich weit gekommen mit ihrem Wagen. Ja, das heißt, es ist so verteidigen, erobern, so ein bisschen der Mischmasch. Und ja, mal schauen. So, ich kann hier noch die Klasse ändern. Das mache ich dann das nächste Mal, wenn ich dran denke. Momentan spiele ich jetzt den Scout. Ich glaube, das ist die Anfangswaffe, die ich hier gerade habe. Das heißt, nichts aufgelevelt, nichts Besonderes. Und ihr seht mal, wie gut ich treffen kann. Nehme ich eigentlich gar nicht. Naja. Okay, kümmern wir uns erstmal nicht um den. Oh ja, um den müssen wir uns aber kümmern. Ah! Boah, die sind so brutal. So, ich glaube, ich nehme den jetzt auch einfach mal, den Heavy. Denn, damit wir mit unserer Fracht vorankommen, ist es eigentlich sinnvoll, einen Heavy zu nehmen. Und man muss eigentlich immer einen dabei haben. Wenn nicht sogar zwei. Oh ja, jetzt sind die echt nah bei unserer Base. So, ihr seht schon, der ist ziemlich, ziemlich langsam. So, schön ins Face bei dem Heavy. Sehr gut, ist der auch tot. Das ist bestimmt ein Spy gewesen. Ach ja, ich hab's doch gewusst, hier ist einer unterwegs. Die Fracht hat den letzten Kontrollpunkt fast erreicht. Ja, ich weiß. Sieht nicht gut für uns aus. So, ich nehme mal kurz den Pyro. Denn im Nahkampf geht er schon ziemlich ab. Muss ich schon mal so sagen. Oh ja, oh ja, oh ja. Hä, ist der hier oben drauf? Hä, krass. Ach, die müssen da hochfahren? Boah, ist ja brutal. Boah, das muss schwierig sein. So, Freunde, bei allem, ne? Wir müssen auch unsere Fracht hier ein bisschen vorankriegen. Voranbekommen, wie auch immer. Ja, das war ein Feind. Die kümmern sich zum Glück gerade nur um ihre Fracht. Ja, obwohl, doch nicht. Guck mal hier, ey, dieser blöde Arzt. Den darf man aber auch nicht unterschätzen, finde ich. Also er macht auch schon Schaden. Oh, erstmal ein bisschen HP holen. Ach, nee. Da hatte ich ja gar keine Chance. Ja komm, wir müssen angreifen. Ja gut, ich habe ihn auch bekommen. Diese Heavys sind echt brutal. Deswegen nehme ich mir jetzt auch nochmal ein. Aber wir sind auch schon nah. Das heißt, es wird jetzt nochmal sehr interessant. Die sind zwar... Nein! Nicht wahr! Nein! Bitte lass mich! Ah, erste Runde ging an sie. Okay, los geht's. Leute, sofort zu unserem Wagen. Ah, oh, da rennen sich schon wieder alle vor. Wie die Knechte. Na, komm her. Na, na. Okay, ich bin nicht mehr heavy. Das Problem am Heavy ist, dass sofort alle auf dich drauf rennen. Ist ja irgendwo klar. Als Engineer ist eigentlich hier, glaube ich, ein bisschen sinnlos auf der Map. Denn es wechselt halt immer, was du verteidigst. Obwohl. Ja, obwohl, ist nicht sinnlos. Wenn du hier so schön dein Zeug baust, hier so irgendwo, dann geht das vielleicht sogar. Ach.
Guck mal hier jetzt. Guck hier, schön von der Seite. Ein bisschen einheizen, ein bisschen sterben. Naja, immerhin. Brennen alle. So, jetzt schön wieder von hier so ein bisschen kommen. Ups, da bin ich runtergefallen. Nicht so gut. Ach, Mann. Ihr müsst wissen, ich spiele Team Fortress so super selten. Deswegen bin ich einfach da nicht gut drin. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das irgendwie Anfang des Jahres oder so gespielt. Wenn überhaupt. Oh ja, oh ja. Na, kommst du rein? Naja, kommt nicht rein. Geh ich ihn mal hinterher. Schön. Ich will ihn unbedingt erwischen. Ja, komm her! Ja, weil super viel HP. Ach, Mann! So, das ist bitte wo einer? Hä? Kleiner. Ne? Ist auch einer? Ja, es ist auch einer. Klein Trüffel. So. Ach, da dachte ich, es wäre jetzt schlau, die Waffe zu nehmen. Die Schrotflinte. War's nicht. Oh, hey, du bist scheiße. Immer diese Kommentare. Oh, hey, du bist scheiße. Danke für die Info. Das Blöde ist... Ja, ich hab's gewusst. Da war auch einer. Das ist so brutal, wie sie hier überall rumrennen. Weg mit euch. Ja, erstmal schön den Wagen wieder runterholen. Ist zu lange keiner mehr vorbeigekommen. Ja, jetzt ist er da gewesen. Okay, hab auf ihn gewartet. So, pass auf, ich probiere es auch mal mit einem Spy. Ich denke nicht, dass es funktioniert, denn ich bin kein Spy-Spieler. Niemals, aber. Naja. Ist Spaß. Oh ja, war klar. Na, komm her. Oh nein. Ich will ja verkleiden als irgendjemand. Okay. Haben wir ihn? Nee. Nein! Oh. Das ist echt nicht leicht. Oh ja. Hey, wir haben ihn doch. Ja, 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 sehr gut, sehr gut. Komm her, komm her. Nein! Ah, oh, den ersten haben wir noch bekommen. Oh. Ich bin halt jemand, ich spiele nicht lange einen Charakter, sondern ich wechsle immer mal gerne so ein bisschen durch. Bis mir wieder auffällt, dass sie mir alle nicht liegen. Oh, die Runde dauert jetzt aber lange. Die kommt einfach nicht hoch. So. Zeit, sich mal wieder um unseren Wagen zu kümmern. Ach nee, falsche Richtung. Der muss nach dort. Ja, egal. Ah, komm mal her. Sehr schön. Verbrennen. Aber hier ist doch irgendwo ein Highpack. Das wusste ich ja noch. Irgendwo hier war... Ja, hier unten ist was. Nein. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Hoffentlich ist hier noch irgendwo was, weil mit 2 HP kann ich nicht wirklich viel machen. Okay, rennen wir nochmal zurück. Vielleicht spawnt da wieder was. Dass wir wenigstens ein bisschen was haben. Obwohl, ich könnte auch mal da hier reinrennen. Ist zwar riskant, aber wir schaffen es. Du kleiner Mensch. Na, verbrenn. Ups, das ist mir runtergefallen.
Was? Hä, habe ich doch den Sprachchat an? Weiß nicht. Ah, das ist natürlich nicht so eine gute Situation für mich. Ah, auf der Distanz bin ich echt nicht so gut wie der Scout. So, unser Wagen ist aber auch schon ziemlich weit vorne jetzt. Zwar noch lange nicht so weit wie bei wie deren Wagen, aber immerhin. Was? Wieso lacht die so? Au! Au! Nein, hör doch bitte auf! Neuer Erzfeind. Georgi. Georgi. Vielleicht soll ich Georgi heißen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Ups, ups, ups. Bitte nicht, bitte nicht. Nein! Was habe ich gemacht? Ich bin irgendwie aus dem Spiel raus. Komm schnell wieder rein. Commerzbank? Was? Ich hab nichts mit... Sportnews? Ach so. Hä? Schön und interessant, die Sportnews. Mit Joachim Löw. Aber ich möchte jetzt die Fortune... Ja, danke. Was war das? Da habe ich irgendwie von Windows 8 so eine App geöffnet, so ein Dingsbums. Und da waren einfach mal die Sportnews drauf. Mann! Jetzt hör doch auf! Ja, die habe ich gar nicht gesehen. Krass. Boah, geh da weg! Man wird hier immer übelst paranoia mit den ganzen Spies. Eigentlich sind Spies schon... Also jemand, der gut mit dem Spy spielen kann, der kann schon echt gut mit dem Spiel... kann schon richtig krass aufräumen. Das ist wirklich so. Also eigentlich muss man nur gut messern können. Würde ich mal jetzt so sagen. Nein, ich will wieder rein. Ja. Oh. Erstmal kurz was zum Heilen kaufen. Ja, Online-Shop. Ah, hier. Nein. Ja, verloren. Nein. Bitte verfolgt mich nicht. Nun gut, meine Freunde. Soll es das gewesen sein mit einer Runde Team Fortress. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem Video. Ihr könnt auch gerne noch bei den anderen Videos auf unserem Kanal vorbeischauen. Ziemlich coole Videos sogar. Und ja, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Wie es für mich am logischsten erscheinen würde, ganz nach außen und dann irgendwie so einen Bogen springen. Aber das klappt bis jetzt auch nicht. Komisch. Also da könnt ihr mir gerne mal euren Tipp in die Kommentare schreiben. Wie man diesen Sprung meistert. Das wäre zumindest ziemlich nett. Dann könnte ich den nämlich, wenn ich das Modul mal wieder habe, das mal gebacken kriegen. Als ob.